Och, komm schon, Mann. Nö, keine Arti, nichts schießt hier hin. Ja, genau. Der kann hier einfach durchmarschieren. Irgendwie tut sich hier nichts. Ich habe keinen Bock mehr. Ich verpiss mich. Ihr könnt hier weiter rumgammeln. Dann ist das halt so. Joa, da drüben die Flanke fällt auseinander, ne? Unser T95er gehört an die Base hinten, da oben auf dem Berg. Oder hier auf die 1er Linie. Aber auf gar keinen Fall hier, weil von da aus ist er komplett useless mit seiner Frontpanzerung. Da kann er niemandem helfen mit. Bringt halt nichts. Tja, meine Damen und Herren, ne? Wie das so ist, wenn man da oben die Flanke leer lässt. Schade, 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 schade. Ja, schade, ne? Da muss der Akku mal wieder sinnlos HP verlieren. Weil mal wieder die Einserlinie unterbesetzt war. Weil mal wieder die Heavys in die Mitte gefahren sind. Anstatt auf die 1er Linie, wo man die Frontpanzerung mit den Heavys besser ausspielen kann. Oh, das war Goldmunition, meine Damen und Herren. Null Damage. Habt ihr das gesehen? Goldmunition auf dem Autoloader. Skoda. Exakt null Damage. Exaktissimo null Damage. Tja, wir haben die 1er Linie verloren, meine Damen und Herren. Was das bedeutet, werdet ihr gleich merken.
Wenn man die Einserlinie hier verliert, dann verliert man die komplette Map Control. Und dieser Trottel, ne, der gehört nicht in die Mitte, der gehört auf die Einserlinie oder hinten an die Base. Oh, wir haben auch die Nuller Linie verloren, Freunde. Tja. Wir haben sämtliche Flanken verloren. Und das Spiel ruckelt und zuckelt. Ah, dieser Trick. Kann sein, eventuell, dass ich das gecarried kriege, weil der A100 ist One-Shot. Ich habe aber sehr wenig Munition noch.
Ich habe nur noch Zeit, um zu cappen. 1,45 muss ich im Cap sein, dann kann ich durchcappen. Jetzt ist die Frage: Lassen mich die Artis cappen oder wird eine spotten und die andere schießen? Ach, weißt du was? Ich muss auf Kill gehen. Das bringt sonst nichts. Wo ist das elendige Vieh, Alter? Wo ist das elendige Vieh? Ich will es haben. Ja! Heftigster Carry, Junge. Was ein Carry, Bruder! Akku Power Twitch, Junge! So was siehst du nur hier, mein Freund. Carry des Grauens. Guck dir das an! Was ist die Belohnung? So ein Scheiß-Sticker, der aussieht wie ein Stück Scheiße. Das ist die Belohnung, wenn du so eine geile Sache bringst, Alter. Als ob ich mir so ein Scheiß-Sticker auf meinen Panzer klebe. Kannst du aber richtig knicken. Krieger, Verteidiger, Wachposten, die Mitru-Medaille, das Ding gemastert. 3630 Damage, 2800 Assisted. Natürlich Platz 1. Wie soll es denn auch anders sein? Ah, ja, so ist das, ne? So ist das, Junge. So muss das. Übrigens, zwei Gunmarks, ne? Auf dem Rheinmetall-Panzerwagen. Drei Ringe sind ein Gunmark und das sind sechs Ringe, also zwei Gunmarks. Wisst ihr Bescheid? Also ich bin ganz ehrlich, weil es bringt ja nichts, wenn wir gegenseitig uns die Zeit verschwenden. Also diese Streife kommt auf gar keinen Fall in Frage, weil ich bin jetzt gerade aus einem 11,60 € Job rausgekommen und wollte eigentlich eher so Richtung oben, weil wie gesagt, das war am Ende des Monats zu viel zum Sterben, zu wenig zum Leben und das kommt halt nicht mehr in Frage, so diese 11-Euro-Geschichte. Also Zentrale gerne, diese 14 Euro noch was, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Aber das andere, wie gesagt, ansonsten bin ich da für Flüchtlingsheime offen, weil die zahlen ja mittlerweile Richtung 13 Euro oder was. Wenn sie da noch was hätten, ich weiß ja nicht. Ja. Zumal, das kommt ja noch dazu, ich kann nur die 120, 130 Stunden. Und wenn ich da wirklich für 11 Euro, das ist wirklich dann, also, das geht schon im Bereich.
Ja. Sehr gut, das wäre wunderbar, ja. Vielen Dank. Alles klar, Dankeschön. Ciao. Warum fährt die Maus da so aggressiv an die Front? Mit dem Super Heavy da so krank an die Front zu pushen, ist halt... Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt wundert er sich, warum der umzingelt wird. Wir fährten mit einer Maus da so weit an die Front, Alter. Ist doch klar, dass die von allen Seiten kommen. Ja, Brudi, Alter. Wenn man dumm ist, ne? Wenn man alleine da an die Front fährt, weil man ein bisschen dumm ist. Na, jetzt verliere ich meinen Panzer, wenn ich dem versuche zu helfen, wahrscheinlich, oder? Der nimmt auch keine Rücksicht, ne? Ich muss nachladen, aber der fährt trotzdem vor. Der nimmt halt null Rücksicht, der Typ. Den einen Lansen da in der Mitte kriegen sie auch nicht tot. Ist auch unmöglich. Der fährt einfach sinnlos ins Kreuzfeuer mit seiner Maus, Alter. Ich raff den Typen nicht. Unsere Arti hat auch gar keinen Bock, ne? Mal ein bisschen hier hinrotzen. Hier sind überall offene Ziele, aber irgendwie, ich sehe nichts von meiner Arti irgendwie.
Die da drüben haben auch gar keinen Bock auf das Spiel, oder? Mal so 2 Zentimeter vorwärts fahren und mithelfen, kommt ja gar nicht in die Tüte, oder? Wäre ja auch anstrengend, ne, wenn man da mal was tun würde. Mein Gott, Alter, jetzt räumt doch mal da drüben auf und fahrt endlich mal vorwärts mit euren Dreckspanzern. Ach ja, genau. Na geil, jetzt kann meine Badget hier nicht hochfahren. Ja, wisst ihr, was das war? Ich war jetzt mit der Badget ein Satellitenpanzer. Die Maus ist vorgefahren und ich habe alles, was um sie herum gefahren ist, abgefarmt. Er hat sich den Schaden gefressen, ich habe ausgeteilt. Also man kombiniert immer einen Super Heavy mit einem Autoloader oder zwei Super Heavys mit zwei Autoloadern, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er ist für den Schaden, also fürs Schadenfressen zuständig. In dem Fall und ich bin fürs Austeilen zuständig, ne? Seht ihr ja. 4200 Schaden, 1200 assisted. Gut, er selber hat auch 2800 rausgehauen. Guck mal hier. Der hat ordentlich Schaden gefressen. 8500. Ja, dafür, dass der nur 6500 Gefechte hat, war das eigentlich ganz ordentlich. Kann man nicht meckern.